Oh, hallo, herzlich willkommen zurück. Ich bin schon hier drüben, habe schon ein bisschen was gemacht. Und da ich sie ja so gerne habe, gehe ich mal ein bisschen mit einer Wanderhorde spielen. Komm mal ein bisschen hier rüber, meine Freunde. Hier rüber. Jo, also, herzlich willkommen zurück. Was ich am Umbauen war, ist ganz einfach. Ich hatte ja hier. Und wo ist der kleine Hügel? Ja, irgendwo hier. War mein Ausgang von meinem Tunnel. Wir wollen extra leveln, also so. Das war mir aber noch zu nahe, also habe ich das noch ein Stück weiter weggeführt. Bis mich die Wanderhorde anfing zu nerven. Mit der über dem Kopf konnte ich den Ausgang halt natürlich nicht graben. Abgesehen von dem Tunnel möchte man hier natürlich weitermachen. Und das kleine Missgeschick haben wir ja einigermaßen bereinigen können. Sieht jetzt auch wieder ganz vernünftig aus alles. Und hier ist der Tunnel. Der ging ja eigentlich hier schon wieder hoch. Ich habe ihn jetzt noch bis hier hinten geführt und gehe jetzt wieder hoch. Bis eben gerade die Wanderhorde kam. Ja, und da mache ich jetzt erstmal weiter. Wollte ich halt noch nicht auf dem Kopf haben. Lustig, wie manchmal Quest-Sounds einspielen. Ob man von irgendwas genug bekommen hätte. Und man natürlich bei so vielen Quests keine Ahnung hat, was gemeint ist. Offensichtlich ist es hier auch etwas höher als da drüben. Aber das macht ja nichts. Naja, zumindest der Boden wird höher dargestellt. Unter meinem Mantel liegen. Ja, Boden wird definitiv höher dargestellt. So, dass wir rauslaufen können, sollte das jetzt lang. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, einmal zu weit vorne. Hier.
fügt sich das Ganze natürlich besser in den Boden ein als drüben. So dass ich hier erstmal so zumachen kann und sehr sicher bin. Ohne dass es mir aufschlagen. Noch einen Balken rein, nur damit wir ganz sicher gehen können. Dann kann man da nämlich auch noch eine zweite Tür einbringen. Gut, was macht mein Betonmischer unten? Betonmischer sagt, er ist fertig. Die ganzen Wände haben wir ja inzwischen auch verkleidert, sondern nicht zusammengebaut, klar. Es ging ja auch ein bisschen der Beton aus. Das heißt, ich werde jetzt hier mal kurz weitermachen. Ein paar Sachen schon so sind, wie sie nachher sein sollen. Wunderbar. Dann können wir nämlich jetzt nochmal einen Schwung Rebar Frames drum anbringen. Weil wir hier eine doppelte Wand haben wollen. Ja, und da ich das Ganze auch recht irritierend finde. Zumindest ein paar Fixpunkte gemacht, weil sonst ist das mit so vielen Viewer-Frames, man sieht gar nicht mehr, wo was ist. Und das muss ja jetzt auch nicht sein. So wird das zumindest etwas bei... Die können wir auch noch machen. So. Dann sieht man eher, wo was ist. Jetzt müssen wir noch eine Etage höher. Genau. Hier kommt ja dann gleich ein anderer Boden rein, den werde ich dann auch machen. Hier rum gibt es dann einmal rundrum eine Schicht hübsche kleine Streben. Hier werde ich den Boden wohl absenken. Eben eventuell auch Halbblöcke reinmachen. Damit ich die Zombies gescheit schlagen kann. Die dann hier drin sind. Oder... Setze ich das Ganze... Ja, ich habe den Platz nach oben. Ich kann das auch eins raufsetzen. Gute Frage, nächste Frage. Wie viel Beton haben wir jetzt noch über? Okay. Jetzt hätte ich gern erstmal einen Schwung Halbblöcke. Und diese da. Ja, ich brauche einen Schüssel. Dann baue ich eben einen Schüssel. Kosten Holz und Stein.
36. Das ist dann die erste Schicht schon mal. So, damit sich's ein bisschen besser abhebt, habe ich jetzt hier mal Wutblöcke noch dazwischen gesetzt. Auf die Plätze möchte ich Feuerfallen setzen. Ob ich dann immer alle in Betrieb nehme, weiß ich nicht. Die vier in der Mitte möchte ich auf jeden Fall in Betrieb nehmen. Wenn ich den von hier picken kann. Ja, kann ich. Dann kann ich die auch einschalten wahrscheinlich. Weil genau hier in der Mitte werden sie runterfliegen. Es stehen insgesamt vier Blade Traps hier und drüber werden dann auch nochmal vier hängen. Die Lücken sind dazu da, dass Leichen eben nach unten durchfallen können. So, das heißt, wir können hier unten die Wutblöcke wegnehmen. Das hält an sich schon selbst fest. Dann kann man hier natürlich wieder Wutblöcke reinsetzen. Da, hier an jedem Platz. Die Seite dann natürlich auch noch. Halbblöcke, nicht Wutblöcke. Quatsch. Müssen dann später natürlich auch verstärkt werden noch. Und dann haben wir hier einen doppelten Platz. Sie können wunderbar durchfallen. Hier unten dann, wie ich gesagt hatte, geschützt in den Wänden, falls mal Zombies durchfallen. So zum Beispiel hier. Der dann in die Richtung ballert. Ja, ich werde den innen. Immer so setzen. Und da ist ja das drin im Moment. Die entsprechend mit Strom versorgt sind. Hier reinkommen dann doppelte Gefängnistüren. Dass ich da auch eine entsprechende Sicherung habe, da auch durchballern kann, wenn es sein sollte. Der Boden ist da nochmal doppelt verstärkt nach unten, also auch da eine Absicherung. Hier doppelt. Sollte eigentlich alles kein Thema sein. Jetzt mache ich mir noch ein paar Halbblöcke. Hier kommen meine Schmieden hin. Ob ich jetzt irgendwo hier in der Ecke oder so den Generator stelle, ob er mich da nicht nervt, weiß ich nicht. Oder ob ich ihn drüben, also oben drüber reinstelle, die Generatoren, die ich brauche. Oder eventuell, weil ja hier nach Norden der Durchgang ist, dann zu dem, dass ich da auch eine Leitung rüberlegen kann, ob ich da dann die Generatoren stelle. Weiß ich alles noch nicht. Werden wir sehen, wie sich nachher handhabt. Danke. Notgedrungen müssen wir natürlich aus Betonmangel nach Hause. Aber mein Minibike geht das ja auch recht gut in der Nacht. Wir müssen uns jetzt nur auf der Straße halten. Weil einem da weniger im Weg steht und man besser sieht, wohin man fährt. Ich kann natürlich auch das große Licht anmachen. Hab da ein bisschen mehr von. Ja, ignoriere mich trotzdem.
Was schon taghell leuchtet damit. Der Schattenwurf kann ein bisschen irritierend sein. Auch mal gelernt habe, lässt man das Licht an und das Minibike stehen, ist die Batterie irgendwann leer. Dann muss sie repariert werden. Das ist jetzt auch das Wichtigste, was wir da drüben machen. Damit wir dann nämlich hingehen können und drüben schon Schmieden aufstellen können. Dann können sie zumindest oben drüber rennen und das ist mir vollkommen wurscht, piep egal. Dann steht halt da meine Screamerin rum. Kann ja dann auf der Seite rausgehen, darum habe ich es da. Ich werde jetzt auch Schmieden bauen. Ja, dazu fehlt mir natürlich was. Mir fehlt Clay. Ich brauche Clay. Da hatten wir unser Clayfeld. Besorge ich mal. Ich hätte zwar auch noch in der anderen Schmiede was, aber ich habe eh kaum noch. Also schadet es auch nicht, ein bisschen Clay mit nach Hause zu bringen. In der Regel grabe ich nicht so gerne in der Nähe des Hauses Clay ab. Aber hier macht es nichts, weil es zum einen höher liegt. Das heißt, wenn sie hier das Graben anfangen, dann kommen sie schon irgendwo auf einer gescheiten Höhe bei mir raus. Und ich ziehe hier dann eh auch weg. Tagsüber werden wir dann noch ein paar Autos zerlegen. Schauen, dass wir Motoren bekommen, damit wir die Mixer bauen können. Hinten beim Krankenhaus steht ja jede Menge. Ja, mal ein bisschen sortiert. Das ist eine ganz nette Ausbeute, würde ich mal behaupten. Genug, um 4 Betonmischer herzustellen, auf jeden Fall. Ich werde ja gleich meinen Auftrag geben. Wir haben dabei, was geht. Schmiedenbrennen noch ein Stückchen weiter. Und dann werden wir die da drüben nicht mehr wirklich brauchen. Oder? Ja, nochmal. Außer eventuell nochmal um Reaver-Frames herzustellen. Ja, ein paar habe ich davon ja noch. Schauen wir mal, dass wir das drüben alles soweit aufstellen können, dass ich eben auch benutzen kann, ohne dass mit Zombies was kaputt machen. Soweit möchte ich schon kommen, bevor ich sie dann zum Laufen bringe. Ein weiterer Grund, dass die da drüben weiterlaufen. Noch eine Weile. Dass ich dann zumindest an die Ressourcen auf dieser Seite rankomme. Reinhüpfen. Achso, ich muss da noch mal runter. Wollte ja die Schmieden, den Mixer noch anschmeißen für den restlichen Beton, den ich auf mir habe, daraus Beton zu machen.
lange können die Sachen noch hier unten bleiben. Muss nur noch den Mixer, die Schmieden selber holen. Jetzt vergesse ich die Minibike. Die kann man allerdings schon aufstellen. Nur bei den Mixern weiß ich noch nicht ganz genau, wohin damit. Anmachen müssen wir sie ja noch nicht. So, damit er eine ungefähre Ahnung bekommt, wie das Ganze nachher aussehen soll. Also geplant, dass sie hier hochlaufen können. Dann über die Schräge hier reinrutschen. Die Ecken gibt es leider nicht in der Drehung. Es gibt zwar die Ecken, aber nicht in dieser Drehung. Leider. Weder die obere noch die untere. Ich habe es gesucht und probiert und gemacht und alle 24, die es gibt, ausprobiert und nebeneinander hingestellt. Sie war nicht dabei. Nichtsdestotrotz fallen sie dann hier unten rein. Die vier Woodframes hier unten sind dann auf jeden Fall Feuerfalle. Wo sollen hier reinkommen? Und dementsprechend hängen hier 8 Blade Traps. Drei hoch deshalb. Ich werde entsprechend auch noch eine Kamera reinpacken. Ich weiß nur noch nicht genau wo. Kann sein, dass ich dann auch wieder in der Blöcke wegschlage oder sie hier unten dran hänge, aber wahrscheinlich eher außen. Die genau dieses Mittelfeld hier im Blick hat, sodass die Blade Traps immer angehen, wenn hier was reinfällt. Damit, wenn Screamer etc. kommen, dann die wunderbar zerhäckselt werden. Ohne dass ich mich drum kümmern muss. Wanderhorden genauso. Brauche im Grunde genommen nur hochgehen, die Leichen aus dem Raum drunter sammeln. Und mich des Ganzen freuen. Ja, jetzt habt ihr mich kurz tabben gesehen. Wollt gucken, wie lange die Aufnahme schon läuft. Das sind 2 Stunden mittlerweile. Ich hoffe, ich habe diesmal genug für eine halbe Stunde gelabert. Muss ich mich echt noch anstrengen. Dann machen wir hier nochmal einen Schutz rein. Ja, da hatte ich die... Da hatte ich diese Doppelschrägen gecraftet, die Vorder- und Rückseite geschrägt sind. Macht aber nichts. Die passen genauso rein, halten genauso viel aus. Dementsprechend kommen die dahin. Ja, das muss natürlich an Beton auch noch alles geerbt werden, genauso die Schrägen da draußen und drin. Ich muss noch genug von diesen Schrägen bauen, so um die 80 Stück jeweils. Die Ecken reichen mir, die habe ich schon. Dann könnte ich noch hinstellen schnell.
Muss ich den nicht rumschleppen? Aber leider, selbst auf dieser Schräge, hauen sie ganz gerne mal dagegen. Also, zu verdeutlichen, auf so einer Schräge, hauen sie mal ganz gerne hier gegen. Wird nicht ausbleiben. Aber, mein Gott, dann ist halt mal hier oben ein Screamer, der hier rumsteht. Das ist auch nicht wild, dann kann man da auch entsprechend rauskommen. Vielleicht mal ja auch einen kleinen Turm hier bei der Seite hin. Wäre auch noch eine Idee. Die andere Seite so einen Turm machen, an dem ich hochfahren kann. Und von dem ich dann auch hier drauf ballern kann. Hoch genug, damit ich auch darüber gucke. Ließe sich vielleicht machen. Wenn dann alles läuft, wird sowieso alle naselang Screamer kommen. Ja, ein bisschen komplizierter Eingang hier. Ist einfach nur zur Sicherheit der zweite Block da. Darum werde ich hier auch nochmal... Kann ich mir erstens nicht so arg die Füße brechen, wenn ich da reinrutsche. Und das hält das Viechzeug da draußen ab, hier runter zu fallen. Und zwar garantiert ab. Oh, den da brauchst du ja nicht. Die sind momentan auch nur als Leiter gedacht da. Sollte ich vielleicht auch mal dementsprechend handhaben. Ja, das war klar. Aber ich habe ja was von denen. Damit ich nicht auf die Idee komme, die versehentlich abzugraden. Oder wenn es passiert. Und das auch nur Holz sein muss. Das ist einfach wieder weghauen kann. Und nicht gleich einen ganzen Betonblock weghauen. Der tut mir mehr weh. Auch von den Kosten her. Jo, dann war es das für heute. Danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Hoffe, ihr kommt wieder. Ihr kommt wieder. Ah. Die bräuchte momentan nicht. Ja, dann habt einen schönen Abend. Lasst mir was da, wenn ihr mögt. Tschüss, Servus und Baba.